Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute will ich euch mal sagen, was ich mir persönlich von der neuen 1.16 hoffe, die ja jetzt anscheinend bald rauskommen soll. Ihr wisst ja, dass Reefer Games im Moment eine 1.16 Version entwickelt, auf die man, laut wie ich es jetzt mitbekommen habe, die Items und der nicht mitnehmen kann. Das Geld in dem Fall auch nicht. Das finde ich persönlich, muss ich sagen, erstmal recht gut, weil das Ding ist, dadurch haben wir eine komplett neue Wirtschaft, wirklich ohne Duplizierung, Leute. Wo man sagen muss, da muss man wirklich alles von Grund auf verdienen. Was jetzt natürlich viele Reefer Games Spieler daran ärgert, ist halt ganz einfach, dass man so viel farmen muss, bis man überhaupt mal wieder Sachen hat. Aber ich persönlich muss euch sagen, ich finde das gut, weil ich, als ich mit Reefer Games angefangen habe, das war kurz nachdem das eröffnet wurde, keine Ahnung wann das war, 2016, 2017, weiß ich nicht mehr. Schon zu lange, ich spiele auf jeden Fall schon zu lange auf Reefer Games, trotzdem immer noch pleite. Auf jeden Fall war es damals auch immer so, dass man wirklich für alles farmen gehen musste und das in normalen Shops wirklich nicht stackweise Beacons oder irgendwelche Dracheneier oder irgendwelche Köpfe verkauft wurden. Da wurden halt wirklich nur die Grundmaterialien, Banner und sowas verkauft. Ich meine, gut, Köpfe kann man noch mal drüber streiten, das ist okay, dass man die verkauft. Aber sowas wie stackweise Dracheneier, das finde ich jetzt nicht so geil. Es wurden auch nicht stackweise Beacons verkauft in den Shops. Das meiste, was da wirklich teuersten war, waren dann halt wirklich auch toll Schwerter, die hoch verzaubert waren, Rüstungen, die verzaubert waren oder zum Beispiel auch, wenn man einen Spawner gefunden hat oder wenn man einen Villager in der Farmwelt gefunden hat, man konnte damit so gutes Geld verdienen, weil damals auch Zauberbücher und Tränke zum Beispiel auch noch etwas wert waren. Das ist man mit, dass man halt zum Beispiel die Tränke waren damals auch noch etwas wert. Es gab damals extra Tränke-Shops, Leute, die manche Leute geführt haben, was man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorführen kann. Heute wird ja hauptsächlich eigentlich nur mit Plots und sowas gehandelt. Was ich mir jetzt aber persönlich, muss ich sagen, von der 1.16 erwarte, dass dort einfach erstmal, ich sag mal, kein großer Duplizierungspack auftritt, dass da wirklich das Reefer Games Team sich hingesetzt hat, das ordentlich durchgetestet hat, dass man wirklich sagen kann, gut, okay, das ist ein Citybit, hat vielleicht zwar ein paar kleine Fehler, aber es gibt ja keinen Fehler, womit man Items duplizieren könnte. Das fände ich das Allerbeste. Was ich natürlich auch noch erwarte, dass man wirklich, auch wenn ihr jetzt, ich sag mal, im Reefer Games Spieler seid, der schon recht viel hat und Millionen auf dem Konto, dass man wirklich da einfach mal wieder anfängt und guckt, wie das ist, wenn man Farm hat. Weil es macht auch viel mehr Spaß, nach meiner Ansicht zumindest, wenn alle Leute in der Farmwelt sind, farmen, mit viel mehr miteinander handeln und nicht nur noch die ganze Zeit auf ihrem Plötzchen und stackweise Beacons haben und nichts tun den ganzen Tag. Da hat man dann auch wirklich mal eine richtige Aufgabe noch. Das erwarte ich mir persönlich auch davon. Und dass natürlich sich allgemein neue Geschäftsfelder bei Reefer Games auftun. Dass dann halt auch mal, dass dort zum Beispiel auch das Redstone die ganze Zeit funktioniert. Das heißt, man könnte sagen, yo, ich bin einer, ich kann richtig gut mit Redstone umgehen. Ich baue euch Redstone-Systeme, die automatisch Lagersysteme, Fahrstühle hat man nicht gesehen, ja. Dass das sowas funktioniert. Oder im Bereich Bauen, ab der 1.16 gibt es ja so viele neue Blöcke, Leute. Da kann man ja wirklich richtig viel Neues designen. Weil jetzt hier sowas, wie ich jetzt gerade designe, ja, das ist jetzt auch mal wieder ein bisschen was anderes. Aber man hat ja halt nicht mehr so die Auswahl. Wenn man jetzt schon 1.8 ist ja die häufigste verwendete Version bei Servern, dass man jetzt schon so lange dieselben Blöcke hat, auf einen Großteil der Citybit-Server und kaum einen großen 1.16-Server hat, wo man sagen kann, gut, okay, der auf Deutsch ist, man nebenbei bemerkt noch nicht auf Englisch, der funktioniert, wo es kaum Bugs gibt und wirklich man noch farmen gehen muss und durch Farmen, sage ich mal, auch reich werden kann. Weil das ist auch das Ding, was ich sage, dass man nicht wie bei Reefer Games jetzt hier einen Haufen Money Drops mit sich mit 10 Accounts hinstellt. Oh ja, ich habe innerhalb von einem Tag 1 Million damit gemacht. So zum Beispiel. Dass das wirklich auch, ich sag mal, was meine persönliche Meinung ist, dass es für die 1.16 keine Kisten gibt und keine, also allgemein, dass dort keine Kisten gibt, wo man irgendwas Gutes rausgehen kann. Das ist dort vielleicht, ich sag mal, sowas wie verzauberte Items gibt. Okay, gut, damit kann ich mich anfreunden. Aber nicht sowas wie mit Money Drops. Das fände ich schlimm, weil die Money Drops, dann würden sich viele Leute mit 10 Accounts hinstellen und hätten dann direkt am Anfang wieder einen Haufen Geld. Wenn das Reefer Games wirklich so macht, ist es wirklich ein Armutszeugnis, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Und was ich mal persönlich jetzt davon erwarte, da kommen wir sehr, sehr gut, ich bin ja schon ein bisschen darauf eingegangen, was ich persönlich davon erwarte, dass wirklich auch wieder alte Gewicht-Spieler, die sagen, ich habe damals aufgehört, weil es mir nicht so viel Spaß gemacht hat, dass wirklich wieder einige alte Gewicht-Spieler zurückkommen und das einfach wieder Gewicht-Games, ich sag mal, wie in seiner Blütezeit wird. Was ich mit Blütezeit bezeichne, ist halt wirklich, wo jeder vorangegangen ist, wo man eine richtige Interaktion miteinander hat und nicht nur bei den Shop-Bots hingegangen ist, immer was gekauft hat oder man hier DK-Biegenweise eingekauft hat oder sich mal einen 10er reingesteckt hat in Kisten oder 100 Euro in Kisten oder sich einen Haufen Navy-Mod-Items gekauft hat und dann wieder verkauft hat wegen gibt. Nein, dass man wirklich einfach in die Farm geht, sagt, ich farme jetzt hier 2 Stunden und das verkaufe ich dann und mit dem Geld kaufe ich mir dann auch ein Item, worauf ich lange gewartet habe. Das fände ich persönlich viel, viel geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich, was ich mir auch noch erwarte, dass dieser City-Build keine Lags hat. Wenn dieser City-Build wirklich, er kann ein paar minimalen Lags haben, aber nicht, dass er wirklich, wenn man da bei der Öffnung gut, wenn da tausende Spieler drauf gehen, okay, kann es ein paar Lags haben, aber ein paar Tage danach, wenn das denn immer wirklich konstant irgendwie dauerlängen sollte, muss ich sagen, ist es wirklich ein Armutszeugnis für Griefer Games, weil die hatten jetzt so lange Zeit, das zu entwickeln. Ich glaube, es steht seit Anfang 2000, oder steht schon seit die ganzen neuesten Versionen rausgekommen ist, steht das im Raum, dass man eine neue Version für Griefer Games aufsetzt auf einen neuen City-Build. Und dass das denn wirklich nicht funktioniert, das finde ich wirklich ein bisschen kacke, weil Griefer Games ist einer der größten City-Build-Server, dementsprechend auch finanzielle Mittel, um sowas zu finanzieren, um den Spielern etwas Neues zu ermöglichen, nach meiner Ansicht. Und wenn das denn da wirklich nicht funktioniert, dann muss ich sagen, gut, dann bin ich auch weg von Griefer Games, weil das ist dann wirklich für mich ein absolutes Armutszeugnis. Gut Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung da unten in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.